In einer winzigen beigefarbenen Kabine im Erdgeschoss eines unscheinbaren Vorstadt-Bürogebäudes in Pasadena, Kalifornien, wird jeden Tag Geschichte geschrieben. Dies ist die Missionskontrolle des Jet Propulsion Laboratory für die Voyager-Raumschiffe der NASA. Das erkennt man an einem selbstgemachten Pappschild unter den Computermonitoren, auf dem steht: Voyager Mission Kritikal Hardware bitte nicht berühren. Diese unwahrscheinliche Anlage ist das Kontrollzentrum für eine der ehrgeizigsten und ehrlich gesagt kühnsten Missionen in der Geschichte der Menschheit. In den letzten 40 Jahren haben die beiden Voyager-Raumsonden alle vier Gasriesen erforscht: Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Sie haben detaillierte Ansichten dieser seltsamen Welten zurückgeschickt und dabei Monde enthüllt, die mit eisigen Gletschern geschmückt, von Vulkanen übersät und in Benzinsmog getaucht sind. Die Missionen haben unsere Sicht auf die Erde und uns selbst verändert, mit goldenen Schallplatten an ihren Seiten, die die Essenz der menschlichen Kultur zu den Sternen gebracht haben. Bemerkenswert ist, dass beide Voyager-Raumschiffe noch funktionieren. Das dauerte bis zu einem Schrecken letzte Woche, als die NASA aufgrund eines Befehlsfehlers jeglichen Kontakt zu Voyager 2 verlor. Doch nun hat Voyager 2 bewiesen, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Nachdem Wissenschaftler dachten, alle Hoffnung für Voyager 2 sei verloren, wurde gestern ein schwaches Signal, eine Art Herzschlag, von der Raumsonde entdeckt. Die 1977 gestartete Raumsonde besuchte mehrere Planeten im äußeren Sonnensystem, bevor sie die äußeren Ränder der Heliosphäre berührte, einer schützenden, blasenartigen Region des Weltraums, die die Sonne umgibt und uns vor schädlicher Strahlung schützt, die aus dem interstellaren Raum eindringt. Voyager 1 passierte die Heliosphäre im Jahr 2012, während sein Zwilling das gleiche im Jahr 2018 tat, wobei die Lücke auf die langsamere Geschwindigkeit und die andere Richtung von Voyager 2 zurückzuführen war. Während der Voyager 1 Mission fiel ein wissenschaftliches Instrument an Bord schon früh aus, wodurch sie weniger auf Strom angewiesen war als Voyager 2. Vom Voyager-Update letzte Woche sendeten die Betreiber der Raumsonde Voyager 2 eine Reihe von Befehlen, die versehentlich dazu führten, dass die ferne Sonde ihre Antenne leicht von der Erde wegrichtete. Infolgedessen hat die NASA den Kontakt zu der Raumsonde verloren, die fast ein halbes Jahrhundert alt ist und derzeit 19,9 Milliarden Kilometer vom Planeten entfernt ist. Mehr als eine Woche nachdem die Kommunikation mit der Sonde Voyager 2 versehentlich unterbrochen wurde, hörten NASA-Beamte ein hoffnungsvolles Signal, das es ihnen ermöglichen könnte, den Kontakt mit dem interstellaren Reisenden Monate früher als geplant wiederherzustellen. Was it human error, which meant that the signal was lost? We had been generating some commands and we needed to make an update. And unfortunately, what happened is we grab the old command instead of the updated command, and the old command was had the offset in the pointing, and so it was a bit of a mistake on our part. They don't happen frequently, and they don't even happen frequently after 46 years. But it is part of the business, and we do know that the spacecraft has a heartbeat in this case, and by seeing the carrier. And so we're optimistic that we will get the spacecraft realigned, if not during this commanding that we're going to try later this week. There's also onboard fault protection, an onboard routine that will, in the middle of October, execute a turn to point to Earth. So we may have to wait till the middle of October before we hear back from Voyager 2. It's good to know by listening to this signal that it's okay. Am 1. August bestätigte der Twitter-Account des Jet Propulsion Laboratory der NASA, dass Ingenieure eine Übertragung namens Trägersignal von Voyager 2 empfangen hatten, die derzeit über den Rand des Sonnensystems hinausfliegt, mehr als 12,3 Milliarden Meilen von der Erde entfernt. Ein bisschen so, als würde man den Herzschlag der Raumsonde hören. Das bestätigt, dass die Raumsonde immer noch sendet, was die Ingenieure erwartet hatten, twitterten Beamte des JPL. Dieses Herzschlagsignal zeigte an, dass Voyager 2 immer noch funktioniert, selbst nachdem eine Reihe geplanter Operationen am 21.
Juli die Antenne der Sonde versehentlich um etwa 2 Grad von der Erde abgewinkelt hatte, wodurch die Kommunikation zwischen Voyager und dem Deep Space Network der NASA, dem internationalen ARRI, nahezu unterbrochen wurde von Radioantennen, die die interplanetaren Missionen der NASA unterstützen. Sobald der Herzschlag bestätigt ist, wird die NASA als nächstes versuchen, einen Befehl an Voyager 2 zurückzusenden, um die Sonde dazu zu bringen, ihre Antenne wieder auf die Erde auszurichten. Laut Scientific American dauert es normalerweise etwa 18,5 Stunden, bis ein Befehl Voyager 2 erreicht, und weitere 18,5 Stunden, bis die Erde eine Rückmeldung von der Sonde erhält, sodass wir ihr Schicksal möglicherweise in den nächsten 2 Tagen erfahren. Voyager 2 und ihr Zwilling Voyager 1 wurden im August bzw. September 1977 im Abstand von 16 Tagen ins All gebracht. Beide Sonden schossen an den Planeten des äußeren Sonnensystems vorbei, bevor sie sich zum Rand der Heliosphäre vorwagten, der äußersten Schicht der Sonnenatmosphäre, die unser Sonnensystem vom interstellaren Raum trennt. Voyager 2 ist 12 Milliarden Meilen von der Erde entfernt und so weit entfernt, dass es mehr als 22 Stunden dauert, bis die Signale der NASA die Sonde erreichen. Da seine Leistung allmählich nachließ, gingen die Missionsplaner davon aus, dass sie möglicherweise eines ihrer 5 wissenschaftlichen Instrumente bis zum nächsten Jahr abschalten müssten, bis ein neu umgesetzter Plan zu einer willkommenen Verzögerung führte. Laut einer Pressemitteilung des NASA Jet Propulsion Lab bedeutet eine kürzlich durchgeführte Anpassung, bei der die Sonde eine kleine Energiemenge umleitet, die für ein Sicherheitssystem an Bord bestimmt ist, dass alle 5 wissenschaftlichen Instrumente an Bord der Voyager 2 bis 2026 aktiv bleiben können. Aufgrund eines kontinuierlichen Zerfallsprozesses verlieren die Generatoren beider Sonden jedes Jahr an Leistung. Dies hatte keinen Einfluss auf ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber die Missionplaner mussten Heizungen und andere nicht unbedingt notwendige Systeme abschalten, um den anhaltenden Stromausfall auszugleichen. Bei Voyager 2 war es soweit, dass ein wissenschaftliches Instrument bald abgeschaltet werden musste, und zwar bereits im nächsten Jahr. Aufgrund des neu implementierten HACS nutzt Voyager 2 nun eine kleine Menge Notstrom, die für einen Sicherheitsmechanismus an Bord bereitgestellt wird, der das Schiff vor potenziell schädlichen Spannungsspitzen schützen soll. Die Sonde stiehlt etwas von diesem Saft, nicht viel, um alle 5 ihrer wissenschaftlichen Instrumente eingeschaltet zu halten. Aus der von Außerirdischen entführten Voyager laut NASA verfügen beide Sonden derzeit über genügend Energie und Treibstoff, um mindestens bis 2025 zu überleben. Danach werden sie zu 2 der teuersten Plattenspieler aller Zeiten. Beide Sonden tragen Kopien der berühmten Voyager Golden Record, eine doppelseitige Sammlung von Liedern und Klängen, die das natürliche und musikalische Erbe der Erde für alle audiophilen Außerirdischen, die ihnen begegnen, zusammenfassen soll. Beide Sonden enthalten außerdem einen Musikplayer mit Bildanweisungen und eine Karte der Position der Erde im Verhältnis zu einer Handvoll ultraheller Quasare für Außerirdische, die gerne hören möchten, welche Geräusche wir Erdlinge seit den 1970er Jahren erfunden haben. Eine der größten Errungenschaften in der Geschichte der Raumfahrt wurde gerade verlängert, und dafür sollten wir alle zutiefst dankbar sein. Es ist unglaublich, aber nach all den Jahren ist die NASA immer noch in der Lage, aus diesen bahnbrechenden Sonden, die immer wieder gezeigt haben, dass sie noch unerledigte Aufgaben zu erledigen haben, etwas zusätzliches Leben herauszuholen.